9 Sekunden, 10, 9 und geschafft. Meine Herren, nee. Konnte auch gar nicht so schwer sein. Wir bleiben auf Platz 68. 550 für ein Rennen erhalten. 40 für die Resets. Und fortsetzen. Kevin Garrett. Kevin ist ein ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt alles auf eine Karte zu setzen und hat für The Run seine letzten $250.000 in der Hoffnung aufgebracht, den Jackpot zu holen. Für ihn kommt nichts anderes als der Sieg in Frage. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen mich versprochen habe, nur ich muss es so schnell vorlesen. Ist der Abstand zu groß, sind wir erledigt? Ja, dann sind wir erledigt und zweitens kann ich da nicht mal alles vorlesen, das ist dann besonders blöde. Da kommt eine Tankstelle. Gucken, ob die gut ist. Ich will ein neues Auto. Nee, wieder der gleiche. Gut, da das jetzt eine lange Strecke ist, nehmen wir den 370Z in der Signature Edition. Ja, nehmen wir. Der hört sich auch ganz anders an schon. Gucken, ob der besser ist. Von mir jetzt nur, wo der andere ist. 4 Sekunden. Oh, das steigt an. Müssen wir noch mal was gegen tun. Das Handling ist gut. Klebt gut auf der Straße. Nur das Wetter gefällt mir nicht. Natürlich hat er die Abkürzung nicht genommen. Doch hat er genommen. Er hat die Abkürzung genommen. Jo, was hat er gemacht? Er hat sie genommen. So, halten wir mal voll drauf. Gut, die hat sich mir jetzt nicht so gebracht, weil wir jetzt direkt an ihm vorbeiziehen. Würde ich mal sagen. Das ist mal ganz klar unsere Devise. Nein, da fahren wir nicht her. Da fährt er auch nicht her. Bleiben wir mal im Windschatten. Ah, der reißt gleich ab. Ja, gleich kriegen wir den Boost. Natürlich nicht mehr. Oh, das war... Oh, wieder ein SLR oder SLK. Wie auch immer. Aber mein Auto wäre schlau, ne? Ui. Holla die Waldfee. War doch davor. Natürlich nicht. 2,2 Kilometer. Holla bolla. Das war aber echt schlimm jetzt. Jetzt dran setzen und vorbei. Dran setzen, vorbei, vorbei. Da muss ich noch rüber. Und wehe, da kommt jetzt ein Auto. Sag nicht. Oh, der ist neben uns. Ja, wir haben es noch geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, das war knapp. Verdammt knapp. 67. So, den Jack, oder wie er hieß. Habe ich schon wieder vergessen, wie er hieß. Haben wir uns geschnappt. So, jetzt wäre auch mal eine neue Location von Vorteil. Mal ewig dieses Gewitter und dieses Graue, das nervt ja auch auf Dauer. Ja, ich sag's doch. Prärie ist beendet. Plains Interstate Challenge. Profilsymbol freigeschaltet. Ja, wieder diesen Autolog-Vergleich, bla. Jetzt aber mal neue Autos, komm. Hau mal rein. Fahrt nach Chicago. Der Country Highway in La Crosse, WI, Wilboro, Wilsburg, keine Ahnung, liegt vor uns. Highway hört sich schon mal gut an. Bald erwartet uns New York. Ich würde noch sagen, noch ein... Eingeschlossen mit dieser Etappe noch 4 Stück. Hier sind wohl Muscle Cars vom Vorteil, habe ich das Gefühl.
Oder es stand auch, meine ich mal, in einem Ladebildschirm. Ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich diese Autos nicht schön finde, sondern hässlich. Aber gut. Ist ja jedem selbst überlassen. Naja, hier sieht man unsere Fahrerfigur kaum. Abgedunkelte Scheiben und so. Okay, dieses Auto kann man gar nicht aus dem Tritt bringen. Das ist schon mal, er klebt am Asphalt. Schon mal vielleicht Vor- oder Nachteil sein kann. Wir werden es sehen. Weil die Abkürzung sollten wir mitnehmen. Oh, das war knapp. Das ist auf alle Fälle eine Abkürzung. Ich weiß noch nicht, ob das hier eine ist bei diesem Auf und Ab. Ich jetzt nicht so sagen. Na doch, wir nehmen jetzt Geschwindigkeiten mit. Ja, war doch schon eine. Oh, da geradeaus fahren. Das ist eine Abkürzung. Gucken, wie viel wir da jetzt gut machen. Ja, da hatten wir schon mal den ersten. Und wir werden auch schon mal das erste Mal durch den Mais gefahren. Natürlich nicht so schön ist. Ja, die zwei vor uns da, die dürfen uns auch holen. Ja, das sieht doch gut aus. Hinter uns ist keiner mehr, nur die beiden. Sollte schaffbar sein. Wir sind es auch schon. Gut, dass das Spiel mich jetzt nicht zurückgeworfen hat. Gut, dass das Spiel mir eine neue Abkürzung zeigt. Das finde ich auch sehr nett. Die hat es jetzt auch gebracht, würde ich sagen. So. Dann da rum. Dann hier rum. Gas gegeben. Das wird jetzt ein Monstersprung, so wie ich das... Natürlich nicht. Schade. Hätte jetzt aber super gepasst. Oh, das war knapp. Gut, die Dinger sind auch echt gut zum Bremsen. Muss man schon sagen. Jetzt werden wir ein bisschen nass gemacht vom Rasensprenkler. Ach, vom Maissprenkler. Oder von der Wässerungsanlage. Oh, die anderen sind meilenweit entfernt. Oh, wir springen beinahe ins Ziel. Ja, das war interessant. So. Das war es dann auch wieder für diese Folge. Ich mache gleich sofort weiter mit der nächsten Aufnahmesession. Bis gleich.